Mit der Verwandlung des Edgar Wallace-Romans Der Hexer in einen anspruchsvollen Kriminalfilm. Nach einer Verfolgungsjagd über Londoner Dächer beweist Joachim Fuchsberger, dass auch ein Schauspieler bei weitem nicht so leicht herunterkommt, wie oft angenommen wird. Erst nach dem dritten Versuch gelang es Fuchsberger, zusammen mit Siegfried Lowitz auf einem Balkon zu landen. Zu einem Gespräch unter Krimi-Experten. Hallo, Lo. Erschrocken, los! Was machen Sie denn da? Wir suchen den Hexer. Ist einer von Ihnen der Hexer? Da würden wir ihn ja nicht suchen, ja. Schöne Dame. Bist du der Hexer? Ich? Keine Ahnung. Du? Nein, keineswegs. Bist nicht? Nein. Aber ich weiß, wer der Hexer ist. Was den Leuten sagen? Nein, Blecki. Warum denn nicht? Alle wollen wissen, wer der Hexer ist. Du sollst es ihnen aber nicht sagen. Die schreiben mir und Frauen, Zeitungen fragen. Was sie schreiben, sollen ins Kino gehen. Ich sag's ihnen trotzdem, pass auf. Komm, sie her, ich sag's ihnen. Der Hexer ist nämlich... Bist du ruhig? In unseren Filmnachrichten reiten die Traumidole von mindestens 4 Generationen junger Menschen durchs Bild. Winnetou, der junge Häuptling der Apachen, und Lex Barker als sein deutscher Blutsbruder Old Shatterhand. Der Farbfilm wird rund 4 Millionen Mark kosten. Ein Beweis, dass auch deutsche Produzenten bereit sind, viel Geld auszugeben, um ihr Publikum zufriedenzustellen. Pierre Brice als Winnetou verliebt sich in die feuchte Blicke und scharfe Pfeile verschießende Häuptlingstochter Ribana. Karin Dohr macht diese ausnahmsweise normale Regung des Karl-May-Heroen mehr als begreiflich. Regisseur Reine lenkt Blicke wie Pfeile. Im Übrigen gab es bei den Dreharbeiten neben den beabsichtigten auch 14 unbeabsichtigte Unfälle. Die meisten davon bei den insgesamt 2000 Pferdeeinsätzen. Während ein von Winnetous Edelmut ermüdeter Schimmel den in Jugoslawien gelegenen Drehort verlässt, beschäftigte sich in Berlin